Ja, hi und willkommen. Mein Name ist AndiWLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate, dem Mama platt. Oder vielleicht auch nicht, der war Level 3. Aber bevor wir das machen, machen wir erstmal das hier. Ich kann nämlich hier wieder was hochleveln. Und zwar will ich das haben. Eigene Smash-Angriffe, die treffen, heilen dich. Erstmal machen wir das hier. Sollen wir noch was holen hier? Gut. Sollte wieder neu sparen. Dauert ja nicht mehr so lange, bis wir jetzt neue Sachen kriegen. So, ich laufe weiter mit Simon rum. Immer da oben hin, da war nur Level 1. Ja, komm. Ich habe gerade mal über die Karte geguckt und dieses Gebiet ist doch ganz schön groß. Also, das ist schon krass. Wo gehst du hin? Nicht auf. Oh. Die sind noch nicht mal stark, ne? Aber weil halt so viele sind wieder. Mein Gott. Tschüss. So. Inspired. Okay. Überhaupt nicht. Ja, Draculas Castle ist doch ein bisschen größer als gedacht. Also ja, wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, bis wir hier durch sind. Also wenn man alles hier im ersten Versuch platt, dann vielleicht nicht mehr. Aber du hast Dingens, ja super. Bist dich? Bist dich? Sehr gut. So muss das. Bin ich gut, wenn ein Kampf so schnell vorbei ist. Oh, da rechts kommen wir noch nicht hin, ne? Werden wir schon schaffen. Und zwei, hallo. Es war schick zweimal, aber. Mann, bist du riesig. Richtung, Mann. Noch mal Flaschen einfach so. Was ist das? Du bist als nächstes dran. Boah. Einfach auf den Boden geschmissen, ey. Dead Butt. Voll auf den Zahn. Oh, ich hatte ich nicht. Okay. So, da rechts kommen wir natürlich noch nicht hin, weil da sind, da ist ein, ich weiß nicht, was das sein soll. Eine Wippe. Ich will da hin. Ja. Ich würde gerne den Hebel da aktivieren, weil ich glaube, der führt uns zu diesen einen Kämpfer noch, ne? Schnitter und Schnitterchen. Was? Hat so noch irgendwas? Nee, ne? Nur Gegner um zu gewinnen. Sprinten der Gegner fügen dir Schaden zu. Man, nee, nicht so ein Kack schon wieder. So. In die Fresse. So muss das. Ja, auf so Sprintangriff habe ich schon wieder keinen Bock. Weil die rennen dann nur auf einen los sind. Boah. Aller Nervigste. So. Boom. So, damit haben wir alles hier, ne? Erstmal. Das ist eine neue Truhe, da komme ich aber irgendwie nicht hin. Ja, weiter. Ich weiß ja, dass sie da ist, also. Mario. So.
Mal was schnell. 5 Minuten, wir haben schon wieder einen neuen Kämpfer. Aber wie bist du all das gerade ausgewichen, ey? Jetzt mal ruhig von irgendwas treffen lassen können. Und in die Fresse. Nur ein Motorrad mit. Sehr gut. Ich habe diesen Typen mit seinem Motorrad erledigt. Gut. Also, als würdest du dem Pokémon-Trainer irgendwie ein Pokéball gegen das Gesicht werfen. Mitten gegen die Fresse. Ja, und hier geht es noch sehr tief runter. Zora. Ich will trotzdem noch wissen, wie man in die eine Schatztruhe da kommt. Und raus. Nein! Komm, ich hau dich. Ich hau dich, Schildkröte. Ich gehen darauf. Ist dieser schwule Elf. Lass mich den töten. Mit diesen Gummi-Spandex und so. Der ist der Green Man. Pink Guy. Das ist der Green Guy. Da. Komm mal. Boah, ich schön es gefunden habe. Ah! Okay, ich sehe schon. So, warte mal, wenn ich das hier neu mache, ne, dann kriege ich doch meine ganzen Kanonen wieder zurück, ne, meine Kanonenkugel. Okay, hierfür zählt er natürlich nicht. Hey, eine Sekunde mal. Wenn ich das hier mache, kriege ich doch alle Kanonenkugeln hiervon wieder, ne? Ja. Mann, bin ich gut. Habe ich 2 Kanonenkugeln, ja. Was mache ich nur damit? Oh nein. Du musst natürlich voll durchziehen, ne? So, Ellen. Keine Ahnung. Kultzept-Reihe. Okay. Nie von gehört. Peitsch. Helfer Trophäen, okay. Sieht man auch nicht oft als Items hier in diesem Spiel. In diesem Modus. Ist das? Destroyed. Sehr gut. Läuft. Bin ich sehr gut. So, warte jetzt. Ich würde gerne dich abschießen. Oh, ich mach nur einen. Okay, cool. Truhe. Lern ja wählen, geil. Dann habe ich eine Kanonenkugel und dann mache ich den hier. Zeit, dreh dich zurück. Jetzt habe ich die Kanonen cool wieder. Cool. So, dann zeigt mal, was ich hier noch leveln kann. 52, damit lässt sich doch was anfangen, ne? Smash Island. Soll ich doch. Ne? Ich denke, ich will das immer so schnell ausgeben. Ich sollte mal sparen, ne? So, da oben. Okay.
dürfte kein Problem sein. Dürfte jedenfalls nicht so schwer sein. Oh, ehrlich. Ja, okay, okay, ist gut. Jetzt wieder weg, gut. Versucht man das zu kontern. Also er kommt nicht mal wieder, ne? Tschüss. Die Bewegung so. Als er getroffen wurde. Ach ja, die Nachricht, die letztens am Ende des Parts kam, im letzten Part, war eigentlich nur ein Objekt konnte nicht aufgenommen werden, weil es halt weil ich schon 99 oder irgendwie sowas davon hatte, nehme ich an. Gegner starten mit einem Huhn. Also wenn du das so hörst, irgendwie klingt voll bescheuert. Der Gegner hat einen Huhn. Gegner hat einen Gockel. Ein Vogel. Der Gegner hat einen Vogel. Oh Gott, die haben alle einen Huhn. Ah, Dreck. Muss schon sagen, wenn ich genau da durchfliege, ne? Alter, wie stark ist dieser Angriff? Ich tue fast alles damit One-Shotten. Ja, dein Schwert. Hat es so eine Reichweite wie meine Peitsche? Zerstört. Cool. So, mach das mal. Super. Wird schon seinen Grund haben, dass das, wenn ich das so machen kann, ne? Okay. Und wenn ihr den Kerker, das Monster und Floh, Mann. Diesmal habe ich aber ein Anti-Dingen hier gemacht. So, muss ich extra wieder raussuchen. Jetzt habe ich das schon vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich dachte, jetzt aber echt ein Frankenstein gewesen. Einfach nur einen Anzug an. Tschüss. Männlich. Echte Männer kämpfen mit Peitschen. Oder ist eigentlich nicht eine Peitsche, ist mehr so ein Morgenstern, oder? Ist ja irgendwie so eine Kugel am Ende dran. Ah. Richter. Da wir gehen schon weiter, ne? Oh ne, gegen den haben wir doch schon mal. Was so, Smash. Ich würde sagen, wenn wir Gegner kommen. Wir haben eine riesige Reichweite, also. Wir können so viel Zeugs auf den werfen. Dreck. Ich treffe den nicht. Alter, macht der Schaden, ey. Ja, ich bezweifle, dass den viel Schaden macht. Boah, das ist so traurig. Warum mache ich das? Oha.
Gruppe ändern. Muss wieder nur einen, der regeln kann. So, komm. Der Spezialangriff. Irgendwie all diese Angriffe machen voll Schaden jetzt. Ich sag für. Besser. Geh weg. Geh noch mal ein bisschen weiter weg von mir. Alter. Ja, wie soll ich denn den kaputt hauen, ey? Jeder, den seinen Angriff macht, mich voll fertig. Sollten gegen den machen, hallo? Okay, dem muss ich sagen, verschieben war. Weil da voll gestört drauf. So, ja. Ich habe jetzt keinen Nerv dafür. Ich auch ganz ehrlich bin, mit dieser Aufnahme hier beenden und ja, ich glaube, ich muss hier sogar vorbei, ne? Ne, da links kann ich, rechts kann ich auch lang. Halt. Dann gehen wir erstmal hier unten lang. Ridley, mein Bruder, du wirst doch voll einfach sein, ne? Fällt gerade auf. Für im Wissensbaum gibt es irgendwie nichts, was irgendwie meine Ausdauer oder so erhöht, ne? Dafür gibt es irgendwie nicht eine Fähigkeit, irgendwie was für Ausdauerkämpfe oder so. Tschüss. Was du denn? Rogers gewonnen. So, wieder 10 Dinger bekommen. Ich meine, jetzt können wir uns auch was holen, ne? So. Ah, okay. Und da ist noch eine Truhe, ne? Snack. Waren davon einige voll oder was? Irgendwas war hier wieder 525. Ich habe davon irgendwie zu viele. Weiß ich nicht. So. Keine Ahnung. Irgendwas sagte mir, ich habe von diesem Gegenstand irgendwie zu viel und konnte deswegen nicht aufgelobt werden. Wofür ist dieses eine Ding da? Dieses goldene. Was bringt mir das umzuändern? Was bringt mir das? Hä? Steht's nicht. Keine Ahnung, gehen wir weiter. Erstmal geben wir unsere Dinger hier aus. 70, perfekt. Dann das hier, Smash Heiler. Das brauche ich eigentlich gar nicht mehr, diese eine Fähigkeit, ne? Obwohl das ja Smash-Fähigkeiten heilen mich, ne?
ist ja wieder was anderes als alle Angriffe. So. Hugh Baldwin. Er sieht auch aus, als könnte er aus Fire Emblem sein, aber ist er nicht. Platsch, Alter. Sehr gut. Hab ich gar nicht gesehen, ob die Dinger mich heilen, ey. Also ich nehme an, die heilen mich, aber trotzdem, ich will es halt sehen. Bonk. So. Der ist aus Fire Emblem. Super, sagen wir langsam, Ausdauer, Smash, alles klar. Edrek. Ah. Klar, das ist natürlich jetzt hat mit oh, der ich dachte, er wird jetzt was du da irgendwie sehe ich, aber irgendwie tut er die Hälfte der Zeit nicht heilen. Merke ich gerade. Komma 4 hat mich das geheilt, super. Aber egal, kostet halt nichts, ne? Und ich habe das gelernt. Also dagegen kann man ja nichts sagen, ne? Wenn es umsonst ist, dann ist es umsonst. Dann ist es umsonst, ist es umsonst. Der Tod. Was schwerer Schaden, ich katapultiere Widerstand für dich. Was? Katapultiere Widerstand? Oh, damit er mich treffen kann oder was? So, der will jetzt hier das Ding. Bleib da. Hey, ich kann auch den Angriff. Alter. Ja, so habe ich mir halt gedacht. Ah, 100 Schaden einfach so mal. Pff. Ich muss den das Ding irgendwie abnehmen. Wann lassen die meine Sachen denn fallen? Wenn man irgendwas bestimmtes macht, dann lassen die auch fallen, glaube ich, ne? Boah, mitten in die Fresse. Pass auf, du kommst jetzt nicht mehr näher. Ja, du musst mit mir. Du musst näher an mich herankommen. Warte. Das ist voll der Umfeld. Er kann mich mit seinen blöden Dingen festhalten. Ja, komm her. Geh weg. Geh weg. Ah. Meins. Ja, ich ziehe irgendwie Highlight-Items an mich heran, ne? Was mach ich? Ich kann ihn noch von ihr treffen. Da. Bleib weg, nein. Da blick mal weg. Nein. Oh, sehr gut. Jetzt einfach nicht. Ich habe mich mal weiter hoch, ja. Oh, kannst du mal aufhören, den Dings hier zu machen? So, oh, der hat seine Ultimate jetzt auch noch ready, ehrlich? Geil.
Ja. Da komm hier runter. Boah, das gibt's doch jetzt einfach nicht. Was? Ach der. Mein Gott, kannst du mal? Kannst du mal rausfliegen? Das ist doch jetzt zwei. Danke. Boah. Cool, löst bei Besiegen von Gegner Starkheit aus. Ja. Jetzt bekomme ich diese Meldung irgendwie nicht, dass ich voll bin, komischerweise. So, hier war noch ein Kämpfer. Wo ist denn hier der Dings? Eine Kanone. Ach, sind... Ah, ich verstehe. Sie machen dann so, dann fallen sie... Oder auch nicht. Sind dann sozusagen bum bum, dann gehen sie so nach oben, ne? Irgendwie so was bestimmt. Ich muss so Flipper spielen mit den Dingern. Aber wenn das so ist... Christa aus The Last Story. Und eine Kanonenkugel. Hey, warte mal. Also haben wir aus Tales of, aus irgendeinem Tales of Spiel. Also da stand gerade Gold Sun. Ich habe der Musik noch ein bisschen gelauscht, bis noch ausgewichen im letzten Moment. Wir verarschen. Ja, aber der Anfang hört sich irgendwie haben wir so ein Kampfthema. Auf jeden Fall ein Kampfthema von irgendeinem Tales of Spiel. Wahrscheinlich noch Golden Sun, was? Aber da kann ich nicht hin. Wo kann ich denn jetzt rein? Da oben. Und da kann ich irgendwie rein. Ah. Unsichtbarkeit für Gegner. Ein Kirby. Alter, meine Smash-Angriffe tun die hier mit einem Schlag weghauen. Ja, okay, starker Smash habe ich, ne? Aber ich kann jetzt nicht nur davon kommen, oder? Okay, Waffenangriffe habe ich jetzt auch hoch. Tut ja Peitschen und so was alles verstärken auch. Okay, cool. Finsterer Pit. Habe ich ihn nenne? Edge Lord Pit. Ja, wir sind noch ein paar Charaktere freigeschaltet. Ja, schon fast mehr Charakter als andere Welt hier. Das ist noch ewig weiter, Mann. Damit. Nein. Ananas. Jawohl. Bringt aber nichts. Oh Gott. Mit deiner Banane. Nimm deine Banane aus meinem Gesicht weg. Geh mal da rein.
Tschüss. Gewonnen. Gewonnen. Der finstere Pit kämpft nun mit. Hat sich geeint. Okay. Ich glaube, das war's für diesen Part. Also ich bin ja nur so ein Level 1 Gegner oder so. Wer wartet denn ja noch auf mich? Leon Belmont. Na, oh Gott verdammt, nee. Okay. Schau mal, ich kann nichts lernen, ehrlich. Warum nicht? Kann ich irgendwas kaufen? Hat sich wahrscheinlich schon wieder nichts geändert, ne? Ja, ich nehme an, nicht. Gut. Dann bin ich ein paar hier. Gucken wir mal, ob 480 und 56. Ich muss mal gucken, ob ich herausfinden kann, wie viele Geister es insgesamt in diesem Abenteuermodus gibt. Ich habe ich noch nicht. Und dann, ja, kann ich mal sehen, ja, wie viel, wie nah ich da dran bin, also nur so 150 Geister und wir haben alle gut. Ich würde aber sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar lassen würdet. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.